In Frankreich spitzt sich die Affäre um einen Ex-Sicherheitsmitarbeiter von Präsident Emmanuel Macron zu. Innenminister Gérard Collomb musste vor einem Ermittlungsausschuss der Nationalversammlung Rede und Antwort stehen. Dabei gab er zu, bereits am 2. Mai von dem Angriff Alexandre Benallas auf einen Demonstranten erfahren zu haben. Den Vorwurf der Vertuschung wies Collomb vehement zurück. Ich kannte den Mann nicht. Ich dachte sogar, er gehöre zu den Sicherheitskräften. Ich hatte ihn noch nie getroffen. Also doch, ich hatte ihn schon mal getroffen, aber ich wusste nicht, dass er Berater des Staatspräsidenten ist. Ich war zu keiner Zeit über die Sache informiert. Erst im Nachhinein habe ich erfahren, dass Benalla und ein anderer Beobachter vor Ort waren und sich dann, meiner Meinung nach unangebrachterweise, in den Kommandoraum begeben haben, von dem aus ich gemeinsam mit dem Polizeipräfekten den Einsatz verfolgte. Benalla hatte am 1. Mai in Paris auf einen Protestteilnehmer eingeprügelt. Dabei trug er Armbinde und Helm der Polizei. Das sei schockierend und inakzeptabel, sagte Präsident Macron. Gegen Benalla wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Was ist